Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück auf meinem Kanal und zurück zu einem neuen Vlog. Ich wünsche euch erstmal einen Happy September. Ich kann es nicht belieben, es ist endlich Herbst. Also für mich ist Herbst. Und Leute, falls ihr es hört, wir sind mal kurz ruhig. Ich sitze im Auto und es regnet. Mein Herz geht auf. Ich bin so happy. Ja, Rio und ich sind jetzt auf dem Weg, meine Schwester abzuholen. Ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit. Es gibt so ein bisschen heute ein Live-Shopping-Haul mäßig. Also eigentlich kein Haul. Weil eigentlich möchte ich das so Shopping with me nennen, weil den Haul will ich eigentlich danach machen. Und den, glaube ich, mache ich auch in einem separaten Video, weil wir gehen heute zu Thalia und zu Starbucks, weil ich habe gesehen, es gibt neue Tumbler. Neue Tumbler und neue Tassen. Ich habe das bis jetzt aber nur in Amerika gesehen, deswegen habe ich da so ein bisschen Angst, dass wir das nicht haben. Wobei ich eigentlich schon im Gefühl habe, dass wir das hier in Deutschland nicht bekommen werden. Aber ich versuche auf jeden Fall mein Glück und zeige euch auch die Ausbeute. Aber wie gesagt, ich versuche euch so gut es geht mitzunehmen. Komm zu mir, mein Schatz, komm. Komm, Schatz. Ja, ich versuche euch auf jeden Fall ein bisschen mitzunehmen und auch ein bisschen zu filmen. Ich hoffe, dass das Ganze so funktioniert, weil wenn ich in meinem Shopping-Rausch bin, vergesse ich das meistens. Aber hiermit habe ich jetzt angefangen und deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Rio und ich holen jetzt meine Schwester ab. Rio lasse ich aber zu Hause, also bei meinen Eltern, weil ich finde es immer ein bisschen stressig für Hunde da, überall mitgeschleift zu werden. Und deswegen ist es gemütlicher, wenn er sich ein bisschen hinlegen kann und... ja, vor allem bei dem Wetter. Also ich lieb ja, ne? Also ich lieb's. Leute, ich lieb's, bin so excited. Ich drehe euch auf jeden Fall ein extra Video mit den Sachen, die ich dann bei Thalia gekauft habe. Weil, das habe ich mir nämlich so überlegt, ich nehme das jetzt nicht mit in den Vlog mit rein, sondern nehme euch halt nur mit auf die Shopping Experience. Aber mache ein extra Video und mache dann Haul. Aufgrund dessen, dass ich auch mega viele Bücher online bestellt habe. Und dann machen wir das einfach in einem extra Video, würde ich sagen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig. Also besser kann ein Tag gar nicht laufen, als ich heute Morgen aufgestanden bin und es hat schon angefangen zu nieseln. Dachte ich mir so, das ist der perfekte Tag. Ich wünschte mir wirklich, dass an meinem Geburtstag in 2 Wochen es genau so ein Wetter ist, ne? Ich würde es mir wirklich so wünschen. Also ich hätte da wirklich richtig Bock drauf. Das wäre wirklich einfach nur schön, wenn es an meinem Geburtstag regnen würde. Das wäre für mich gutes Wetter. Wisst ihr, wie ich meine? So, wir gehen jetzt mal los. Lange genug gelabert. Wir versuchen einfach mal, es zu ignorieren, dass ich die Intros immer überhaupt nicht kann und einfach immer in die Länge ziehe, weil ich einfach immer so gerne rede. Genau, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und let's go! Also, wir sind maximal enttäuscht. Der erste Gang war obviously zum Starbucks. Die haben ja gar nichts. Die haben nichts. Leute, es gibt noch nicht mal Pumpkin Spice Latte. Guckt mal auf die Uhr, Leute. Wir haben Anfang September. Was ist mit euch? Ja, und Tumbler haben sie auch nicht. Deswegen gehen wir jetzt zum Thalia. Also Verity müsste ich eigentlich auch auf Englisch lesen, ne? Also ich werde mir auf jeden Fall It Ends With Us noch auf Englisch holen, weil ich es in der Originalsprache einfach lesen will. Oh, ich lieb's. 10,49 €. Ja. So. Nein, bei mir ist es auf Englisch dran. Nein. Also das hier habe ich auf jeden Fall auch gelesen und das kann ich nur empfehlen. Es war mein Anfangsbuch, wo ich wieder ins Lesen reingekommen bin. Aber das ist schon ein bisschen deep. Ich fand es gut. Also bis jetzt habe ich nur das. Ich bin mal gespannt. Das habe ich auch zu Hause, aber das habe ich noch nicht gelesen. The Big Five for Life. Das hier ist auch ganz viral. Ja, um was geht's denn da eigentlich? Das ist so eine Hollywood-Ikone und die redet über ihr Leben und ihre vergangenen Männer und irgendwie sollen da so Weisheiten drinstehen. Weißen. Ach, krass. Nee, also ich habe es schon öfter auf TikTok gesehen und auf YouTube, aber... Oh, das ist auch. Also ich finde aber das deutsche Cover schöner als das Original. Ja, und das habe ich schon zu Hause. Ugly Love, das lese ich gerade. Also ich brauche auf jeden Fall erstmal einmal For You. Hier. And one for me. Let's go. Oh, Sale.
Geschenk von Bob. Lieben wir. Ja, die stehen mal draußen. Das soll auch gut sein. Das ist doch das Lieblingsbuch von der Anna. Emily Brown, ja. Genau, das hatte ich nämlich beim letzten Mal mitgenommen. Das ist echt cool. Ich finde die großen, die sind so ein bisschen sperrig. Genau, das wollte ich gerade sagen. Nee. Aber die ist auch süß. Weil die scheint anscheinend das Blut so von unten an. Praktisch. Weil wie willst du denn deine Tastatur sauber machen? Ein Mini-Staubsauger. Ich lieb's. Nee, die Dinger mag ich gar nicht. Was ist denn das? So Eiswürfel? Eiswürfelteile. Nee, das finde ich auch ein bisschen eklig. Das ist eigentlich was Gutes, aber ich mag die Farben nicht. Jetzt geht's los. Jetzt fahren wir ins richtige Stockwerk. Ich bin excited. Da sind wir auf jeden Fall in der Colleen Hoover Section. Das sind die beiden, wo mehrere Bände haben. Die Maybe beiden. Someday. Aber das ist Englisch halt. Das habe ich auch noch gar nicht hier liegen sehen. All das Ungesagte zwischen uns. Das schon viele geholt, ne? Ja. Das ist das hier, glaube ich. Ja. So, jetzt muss ich mal meine Liste auspacken und dann wird geshoppt. Mal gucken, was sie hier alles haben, was ich brauche. Ja. Ey, wie dick ist denn das bitte? Der Buchschnitt. Leute, der Buchschnitt wieder. Ich bin so upset. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Wie heißt es nochmal? Westwill. Westwill. Und das steht auch drauf, aber das ist ja nicht Band 1, ne? Ich glaube, das ist Band 1. Richtig geil. So, Leute, fangen wir mal an. Jetzt habe ich natürlich mein Handy nicht, weil ich damit filme. Aber wir werden mal sehen, ob ich den... Davon habe ich den ersten Teil, glaube ich. Das werde ich mir auch mitnehmen. Das ist richtig schön. Ich meine, das spielt in Island. Ja, Island. Sieht's. Und... Das werde ich mir auch mitnehmen. Eventuell. Ich tue einfach mal alles rein, ja, und danach tut man aussortieren. Das mache ich immer so. Ich bin im Himmel. Right, stay with me here. Was, wenn mein Herz für das Eiskunstloch... Oh, nee. Nee, da bin ich raus, Leute. Eiskunstloch ist halt auch gar nicht mein Vibe, ne? Da denke ich immer an alles, was zählt. Leute, kennt ihr das? Das ist eine RTL-Sendung. Die musste ich mir früher reinziehen mit meiner Mama. Every little secret. Sag mal, ist dir eigentlich aufgefallen, dass manchmal auf dem Rhein... Wie schön ist denn das? Hier sind die Autoren, ne? Das sind alles die von der After-Autorin. Und hier sind nochmal Colleen Hoover. Wie schön ist denn das Buch? Wie sieht denn das aus? Wisst ihr, was mir hier einfach nicht gefällt? Die Regalbretter. Was ich nicht verstehen kann, wir sind jetzt morgen... Sieht auch irgendwie so... Günni aus, weil da halt wieder jemand drauf ist. Ne? Das fühlt halt überhaupt nicht. Das habe ich aber mit einem schönen Buchschnitt. Lieb's. So. Also, das ist einfach mein Happy Place. Also, wenn ich keinen Job mehr hätte, dann würde ich auf jeden Fall in der Buchhandlung anfangen zu arbeiten. Da würde ich nämlich das verdiente Geld einfach wieder hier ausgeben. Oh, ich glaube, ist das der zweite Teil? Also dieses, also das, was du eben hattest, war der erste. Ja, aber ich glaube, das ist der zweite, oder? Du brauchst doch nicht beide, oder? Twisted Love. Nee, ich nehme erstmal den ersten, wenn es mir nicht gefällt. Dann More Than Words. Sag mal, hast du die eigentlich gelesen? Nee, doch nicht. What if we trust? Sieht so schön aus. Das sieht richtig schön aus. Wenn du deinen Boden unter den Füßen verlierst, musst du nach den Sternen greifen. Leute, da bin ich dabei.
Anna Todd. Ja, die sagt mir was. Light it up. Wir gehen jetzt hier mal schön jedes Regal durch. Leute, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, ne? So, jetzt befinden wir uns hier in der englischen Section. Da unten ist auch wieder die Colini. Die Colleen. Heartstopper. Ist das auch nicht eine Netflix-Serie oder so? Wir sind auf jeden Fall zurück von unserem Shopping-Trip jetzt. Ich habe meine Schwester versucht, also wir sind auch übrigens nicht bei mir zu Hause, sondern ich bin bei meinen Eltern. Ich versuche die ganze Zeit meine Schwester zu überreden, dass sie mal ihre Bücher holen soll, weil ich möchte einen Haul machen, aber für sie, also was sie für Bücher gekauft hat, weil meine habe ich natürlich jetzt nicht mehr hier. Das mache ich nachher, aber da mache ich ja eh ein extra Video zu. Aber ich wollte eigentlich mal ihre Books zeigen, weil sie hat andere gekauft als ich. Komm, dann gib mal kurz dein Dings daher. Dein Täschchen. Ich will euch nämlich mal zeigen, was meine Schwester gerade liest. Hä, warum ist denn da nichts drauf? Da ist was drin. Du hast sie ja noch nicht bedruckt. Ah, ich muss ihr die Tasche noch bedrucken. Ihre ist nämlich leer. Und meine, also nicht bedruckt. Meine ist schon bedruckt. Also, du liest momentan. Warte mal, was ist denn da erstmal drin? Erstmal ein bisschen inspizieren. Aha. The Text Marker Queen. Yes. Lieben wir. Für was stehen die Farben? Also, lila sind Love-Zitate. I love it. Aha. Dann, warte, lass ich kurz. Blau sind schöne Quotes. Aha. Rosa sind auch so ein bisschen mit Love-Zitate, aber wo er so mit dem Buch zusammenhängt, so schöne Zeilen im Buch. Also das eher so allgemein dann? Das ist allgemein und das lila ist auch allgemein. Okay. Und das Pink ist fürs Buch und die restlichen habe ich noch nicht benutzt bis jetzt. Weil ich muss auch ehrlich sagen, die sind ästhetisch zusammen. Ja, die anderen habe ich halt auch noch nicht benutzt. Die sind eher nicht so. Ja, ich wollte die aber alle zusammenhalten. Übrigens, ich habe auf meiner Wunschliste für meine Schwester. Aber noch nämlich nicht lange, oder? Eine Wunschliste. Das ist noch nicht lange drauf. Das 3 Tage oder so habe ich eine Wunschliste an Amazon gemacht für meinen Geburtstag. Ja, und sie liest auf jeden Fall gerade Save Me von Mona Kasten. Ich habe den auch zu Hause, aber eine andere Ausgabe. Ich glaube, sie hat, du hast den Schuber, ne? Yes. Sie hat den Schuber, der sieht richtig schön aus. Das ist nämlich ein gebundenes Buch. Ich glaube, ich habe nur ein Taschenbuch, ne? Aber das ist halt, ich meine, es ist voll, also unschön in der Hand zu halten, weil es schwer ist, ja, wenn man im Bett liegt. Aber das dann machst du wenigstens keine Leserillen rein. Ja, das stimmt. Aber das habe ich wie gesagt auch. Aber ich habe immer noch kein schönes Lesezeichen gefunden. Die ganze Zeit hatte ich so kleine Post-its reingemacht. Da habe ich mich gefühlt wie die Carrie Bradshaw in Sex and the City, weil die hatte in ihren Büchern auch immer diese Sticker. Ja. Hatte die immer abgezogen. Auf jeden Fall finde ich das ja mega cool, dass hier eine Playlist drin ist. Das wusste ich gar nicht. Die erste Zeile von dem Buch hast du mir noch geschickt. Ja, das war, glaube ich, die Vorschau von Amazon. Das bist so du, wirklich. Ja, auf jeden Fall, das liest sie gerade. Wie findest du es? Wo bist du? Warte. Kapitel 13. Auf was für eine Seite bin ich denn? 164. Also, sehr schleppend. Also, wenn man die ganze Zeit voll Colleen Hoover liest, sehr schleppend. Sehr viel drumherum geredet. Jetzt geht's langsam rund. Also, jetzt geht's langsam los. Die ganze Zeit war es schon sehr. Ja, die Colleen, die fasst sich halt kurz nochmal, ja, ne? Aber und das sind wir jetzt gewohnt. Ich habe Rezensionen gelesen und die meinen, dass das Ende ein richtiger Banger sein soll. Also da bin ich gespannt. Es gibt 3 Bücher davon. Ja. Okay, ich habe noch und keins gelesen. Und die haben gemeint, das zweite soll auch besser sein, aber auch wieder so viel umschrieben. Und beim dritten hatte ich Angst, mir was durchzulesen, weil ich gedacht habe, da werde ich ja komplett gespoilert. Ich habe nämlich gedacht, bis meine Schwester jetzt mal ihren Einkauf hier runtergeholt hat schon oben, dann hat sie nämlich schon weggeräumt. Zeige ich euch mal, was ich momentan lese. Und eigentlich müsste ich auch eine kleine Review machen zu den Büchern, die ich jetzt schon gelesen habe. Weil, Leute, wir müssen über ein Buch reden, aber ganz dringend. Was für eins? It Ends With Us. Ja, aber eigentlich musst du es erst noch auf Englisch lesen. Nur noch ein einziges Mal. Urteil bilden kann. Also in meinem vorherigen Video, also in dem, ich glaube, es war auch wieder ein Haul, wie immer, habe ich ja das Buch gekauft, glaube ich. Ich habe das noch nicht so lange. Ich habe das auch ziemlich schnell gelesen. Nee,
Das habe ich zuerst gelesen. Ich habe dir das aber empfohlen. Du hast in dem Video noch gesagt, dass ich dich dazu getränkt habe, nicht lesen will. Ja, und da habe ich noch gedacht, du hättest das schon gelesen. Nee, ich habe mich aber spoilern lassen von TikTok. Toll. Ja, auf jeden Fall habe ich It Ends With Us fertig gelesen. Ich habe, das kann ich ja euch das Bild zeigen, was ich dir geschickt habe. Das ist eigentlich schon cringe. Ich habe richtig geheult. Und wir haben so eine Book-Gruppe, also in WhatsApp. Die heißt, Moment, ich muss gerade mal gucken. Wo ist denn die? Book Club. Oder? Genau. Da machen wir so Memos und sowas. Moment, hier oben steht die. Seht ihr das? Book Club. Und da schreiben wir halt rein, was wir gekauft haben und was für ein Buch wir gerade lesen. Ich habe zum Beispiel geschrieben, Page 24, liebst bis jetzt. Ich habe nämlich jetzt das, was ich jetzt lese. Dann Page 42, verwirrend, dass es zwei Perspektiven gibt. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich das Bild zeigen, was ich reingeschickt habe, als ich fertig war, mit It Ends With Us zu lesen. Wo ist denn das? Aha. Ganz schlimm. Seht ihr das? Das Bild ist ganz schlimm. Ich habe auf jeden Fall richtig geheult. Und das ist bis jetzt auch das einzige Buch, das einzige Buch, wo ich jemals geheult habe. Ich habe leider nicht geweint. Aber ich wusste halt auch schon, was für, ja, das ist halt das Problem. Ich war ja null gespoilert. Also ich habe mich auch null spoilern lassen. Und jedes Mal, wenn ich auch nur in den Hashtags irgendwo gesehen habe, dass es darum geht, habe ich direkt weitergescrollt. Weil ich hasse es, gespoilert zu werden. Wirklich. Gibt nichts Schlimmeres. Ich habe nämlich gedacht, ich zeige euch jetzt nochmal meine Wunschliste. Was jetzt alles noch so auf meiner Wunschliste steht, wo ich mir kaufen will. An Bücher. Und was ich momentan jetzt lese. Also wie gesagt, It Ends With Us zeige ich euch nachher. Habe ich fertig gelesen. Kann ich euch dann in die Kamera nochmal halten. Aber es ist wirklich... Komm, mal Real Talk. Das Buch ist echt gut. Was? It Ends With Us? Ja. Ja. Nur noch ein einziges Mal, also... Aber, ich weiß halt nicht, ob ich auch so gehandelt hätte. Also man hinterfragt halt sehr sich, also ich weiß nicht. Ich halt so ein bisschen toxisch, dass man halt, ja, was man da empfindet während dem... Wisst ihr, das ist so schlimm, ich kann eigentlich gar nicht richtig eine Buch-Review geben. Sag mal, hört man eigentlich einen Filmschnarchen? Ja, kann sein. Aber man ist halt auch total verwöhnt von den ganzen Filmen und hat ein total verblendetes Erscheinungsbild, weil man denkt halt einfach, ja, die Boys, die sind halt amazing. Also, das Ding ist, ich kann sehr schwierig eine Book-Review geben, ohne zu spoilern. Also ich versuche das immer, aber nein, ich weiß nicht. Schreibstil. Ich habe die Rezension, die ich gelesen habe, die Reviews, da wird dann eher gesagt, wie man den Handlungsstrang findet, wie man die Charakterentwicklung von den Leuten findet und wie man den Schreibstil generell findet. So, ja, ich mag Colleen Hoover komplett. Ja, aber ich finde, der Schreibstil von dem Buch ist nochmal ein bisschen anders da. Aber ich finde, die kommt immer zu Punkt. Guck mal, bitte meine Lampe da wieder rein. Die hat sie sich übrigens auch gekauft. Die ist so süß. Die ist so richtig neblig. Ja, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Meine Schwester ist genauso wie ich. Weil wenn wir irgendwas erzählen, ja, dann kommt direkt wieder das nächste Thema. Also, was ich eigentlich sagen wollte. It Ends With Us, also nur noch ein einziges Mal, habe ich fertig gelesen, ja. Und ich sag mal so, ich habe, wie gesagt, es war ein Mental Breakdown Moment. Am Anfang muss ich sagen, das ist halt manchmal so random, ne, bei der Colleen. Die Bücher fangen immer mit so was Banalem oder was Krassem an, wie so eine Situation jetzt. Ist kein Beispiel von einem Buch, weil ich will jetzt nicht spoilern, aber zum Beispiel sowas wie, ja, ich bin gegen einen Baum gefahren oder so. Ja, weißt du? Ja, das so ist was, ja so. So fängt dann irgendwie oder irgendwie, an. Oder mein Portemonnaie ist in den Gulli gefallen oder so. So fangen die an. Ja, oder irgendwas, was gebraucht wird, zum Beispiel, ich bräuchte jetzt mal einen 500-Euro-Schein und auf einmal kommt jemand zur Tür rein, ja, da hast du einen. Ja, richtig. So, manche Sachen sind so ein bisschen Nonsense. Random. Also, da denke ich mir halt manchmal so, ja, genau. Und das war halt, wie gesagt, bei ja, aber die schreiben Dings. Wenigstens nicht 5000 ja. Kapitel darüber, oh, heute hat er bernsteinfarbene Augen und da scheint ja, das ist halt wirklich manchmal echt anstrengend. Bei der Anna Todd ist das so, also bei After, das habe ich auch angefangen zu lesen. Oh, und die beschreibt halt wirklich alles, ne? Also ist ja auch schön und gut, aber ich finde die Colleen Hoover, die bringt das halt immer auf den Punkt, ne? Die labert da nicht lange rum. Ich liebe auch ihre 3 Punkte. Aber dafür hat man nicht so den Bezug zu den einzelnen Charakteren. Ja, aber damit...
ich weiß jetzt nicht so viel, zum Beispiel über jetzt die Tate und den Miles von den Büchern, also Zurück ins Leben geliebt, von denen weiß ich jetzt charakterlich nicht allzu viel. Ja, aber da hast du mehr Spielraum im Kopf. Ja, richtig, aber es geht auch schneller, aber da weißt du halt trotzdem nicht so viel wie bei anderen Büchern. Oder so von der Vorgeschichte von früheren Partnern oder was weiß ich alles, weißt du? Ich rede ja jetzt von nur noch ein einziges Mal, weil das habe ich ja jetzt fertig gelesen. Und da muss ich halt echt sagen, also ich hätte niemals gedacht, dass das, weil ich wurde halt auch wirklich null gespoilert. Ich habe überhaupt nicht gewusst, dass das irgendwas damit zu tun haben könnte, dass es irgendwie, ist da nicht eine Triggerwarnung dabei? Nein, da ist keine Triggerwarnung. Echt? Ja gut, dann machen wir jetzt mal hier einen Spoiler. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann schaltet bis zu dieser Minute, weil dann könnt ihr vorspulen. Die machen dauerhaft, macht die keine Triggerwarnung, weil in jedem anderen Buch, was New Edit ist, werden ja immer so Sachen behandelt wie, keine Ahnung, Selbstmord oder so. Ja, es geht ja auf jeden Fall um Gewalt. Also ich hätte niemals gedacht, jetzt können wir auch mal richtig drüber reden. Also, wie heißt er nochmal? Oh, ich verwechsel die anderen. Riley, genau. Ich sag immer Riley, Miles, bla bla, ne? Also, der Riley. Ich war ja am Anfang total hyped mit dem. Also, ich habe den geliebt. Ich finde den amazing, ja. Und andauernd dieser Atlas. Da dachte ich mir so, ja, mein Gott, deine Jugendliebe ist auch in Ordnung, ja. Aber ich finde den auch eigentlich ganz okay, Atlas. Der ist schon süß. Ja, der ist schon süß. Und er ist auch wirklich eigentlich so, wie man sich einen Freund wünscht. Und eigentlich so auch, wie ein Freund sollte auch so sein. Aber trotzdem stehen wir eigentlich auf so einen Riley. Sind wir ganz ehrlich. Wenn er so beschrieben wird mit seiner OP-Kleidung, ist halt schon nett. Ne? Und ich habe mich immer selber erwischt, jedes Mal, wenn er ihr was angetan hat und sich dann entschuldigt hat, dass ich so gedacht habe, ja komm, er hat es nicht so gemeint. Es war sie so die Situation. Sie hat provoziert. Sie hat ein bisschen... Sie hat ihn auch halt dazu gebracht, das irgendwo zu machen. Dann beim zweiten Mal, ja gut, war jetzt nicht nur das erste Mal. Ich habe halt auch gemerkt, wie ich selber so gedacht habe, ja, das entschuldigt sich schon. Und das eigentlich ist das eine gute Message, die dieses Buch so bringt, weil... Ja, dass man halt drauf achten muss, dass man halt sowas gerade nicht entschuldigt. Richtig, und das ist ja, was die Mutter ganz zum Schluss von ihr dann gesagt hat, wo sie gesagt hat, du musst wissen, wo deine Grenzen sind. Und sobald du irgendwas überschreitest, weil ihr ging es ja genauso. Aber es ist schon krass. Aber ich muss euch sagen, dass mit diesem, mit dem letzten Satz, wo er zu ihr sagt, Lilly, du musst jetzt nicht, du kannst aufhören zu schwimmen. Oh, wirklich, ich habe so geheult, wirklich, Leute. Es hat mich so berührt. Aber das, also schlimm, einer der schlimmsten Momente war auch, wo der Riley seine Tochter das erste Mal auf dem Arm hat. Und sie gesagt hat, sie will die Scheidung. Ja, das war auch so random. Damit hätte ich ja damit überhaupt hätte ich nicht auch gerechnet. Null gerechnet. Ich dachte mir so, wie bitte? In so einem Moment, du machst ihm den schönsten Moment seines Lebens kaputt. Da hatte ich schon ein bisschen Mitleid mit ihm. Ich muss auch sagen, ich finde es auch ein bisschen so, weiß ja nicht, ne? Also, keine Ahnung, ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich kann mich da auch nicht entscheiden. Ich wüsste auch echt nicht, wie ich handeln. Also das ist echt schwierig. Also klar, wenn ich so, wenn man da so drüber redet, würde ich jetzt auch auf Anhieb sagen, nee, auf gar keinen Fall lass ich mir das bieten so. Aber sei mal in der Situation, ne? Es ist ja nicht ohne Grund, dass sau viele Menschen, die in der Partnerschaft sind, sowas halt durchmachen. Aber schlagen sie nie eine Option. Ja, aber nee, ist auch nicht, aber sei mal in der Situation so und komm da mal raus oder trenn dich dann mal. Ein bisschen provoziert. Also. Ja, richtig. Das ist halt das Jahr, wo man es dann wieder so entschuldigt. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Spoiler beendet. So, jetzt zeige ich euch aber, was ich momentan lese. Das ist auf jeden Fall das Buch, was meine Schwester schon gelesen hat und mir empfohlen hat. Ich soll es direkt lesen. Das ist dein Lieblingsbuch bis jetzt von der Colleen. Definitiv. Und das ist viel zu underrated, finde ich. Man hört die ganze Zeit nur von It Ends With Us und Verity. Ich finde, das ist krass. Das ist richtig gut. Zurück ins Leben geliebt. Ugly Love. Ich glaube, ihr wisst, dass ich das auch auf Englisch... Ich habe das schon auf Englisch. Aber ich lese es jetzt auf Deutsch gerade. Also, ich bin jetzt beim sechsten Kapitel. Also, da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen 50 Shades of Grey Vibes. Also, es geht ja nicht im Großen und Ganzen eigentlich darum, aber ich habe diesen Vibe von 50 Shades of Grey. Wisst ihr, wenn ihr den Film guckt, 50 Shades of Grey, und dann ist da so ein grauer Schleier drüber. Und genauso stelle ich mir das Buch halt in meinem Kopf irgendwie vor. So, das hat einfach diesen Vibe von 50. So, weil halt auch der Christian Grey auch ein Pilot ist, also er fliegt ja auch.
Und deswegen ist es einfach so, ich lieb's. Aber ich muss sagen, am Anfang habe ich eigentlich eher gedacht, der Typ im Fahrstuhl ist mir sympathisch. Nee, auf gar keinen Fall. Den echt fand nicht? Ich schon direkt unsympathisch. Hat er nur den Ausschnitt. Es war halt ein Arsch. So, der war halt komplett plump und. Der ist halt auch verheiratet. Ja, gut. Also bis jetzt muss ich sagen, ich mag das Buch, aber bis jetzt ist auch noch nicht so viel passiert. Ich weiß auch nicht, ob da so richtig es abgeht, weil Verity und Lila das... Was heißt, ne? was ja, du dass da mal was passiert, du. Also, wie meinst du denn jetzt mit, das ist ja kein Thriller. Ja, das weiß ich schon, dass es kein Thriller ist, aber dass da mal ein bisschen Fahrt reinkommt, so, dass er halt kriegt, was er will. Ja, du bist ja noch voll am Anfang. Ja, deswegen, ich hab's ja auch erst angefangen gestern. Ich habe gestern erst angefangen zu lesen. Ich muss ja auch erstmal nur noch ein einziges Mal verarbeiten, Leute. Ganz ehrlich, hätte ich mal lieber gehört und hätte es nicht gelesen und erst gar nicht damit angefangen, weil das war zu viel für mich. Ich bin sehr gespannt auf den zweiten Teil. Ich auch, im Oktober, gell? Wenn kommt ich enttäuscht werde oder wenn da irgendwas passiert, wo ich keinen Bock drauf habe, dann ignoriere ich das einfach, dass es ein zweites gibt. Dass es das überhaupt gibt. So, ich zeige euch oder beziehungsweise ich blende euch hier oder hier jeweils das Bild von dem Buch ein, das noch auf meiner Wunschliste steht und ich erzähle es euch jetzt. Weil das sind einige, wir waren ja heute auch wieder beim Thalia, da seht ihr ja, was für Bücher ich jetzt gekauft habe. Aber ich habe wieder original nur ein Buch von dem bekommen, was auf meiner Liste stand. Das ist wieder bodenlos einfach. Ich zeige euch jetzt erstmal hier die erste Trilogie, die ich mir kaufen will, aber sie nicht bei Thalia gefunden habe. Und zwar ist es Catching Beauty 1, 2 und 3. Also es gibt drei Bände. Die sehen auch voll hübsch aus eigentlich. Ich rutsche mal ein bisschen zur Seite, dann kann ich das hier schön einblenden. Die haben eigentlich auch schon ein schönes Cover. Ich muss dazu sagen, da muss ich mich ein bisschen outen. Beim Thalia hatten die einen Teil da davon. Und zwar war das der zweite, der mit der blauen Blume drauf. Habe ich mir gemerkt. Und den hatten die beim Thalia. Aber ganz ehrlich, Leute, ich hole mir jetzt nur den zweiten und bestelle dann die anderen zwei an Amazon. Das ist ja Quatsch. Deswegen habe ich es ganz gelassen und werde mir alle drei dann wahrscheinlich online bestellen. Dann, was ich noch hatte auf meiner Liste, was auch nicht bei Thalia verfügbar war, ist eigentlich so traurig. Ich glaube, unser Thalia ist einfach nicht gut. Die sind einfach so hinten dran, ich weiß nicht. Ist von Kira Mohn die Reihe Wild Like a River und Free Like the Wind. Band 1 und Band 2. Oh, voll schön. Spielt in Kanada, habe ich gehört. Und wollte ich unbedingt haben. Aber hatten sie leider auch nicht. Ist aber auch auf meiner Wunschliste. Dann ist eine Trilogie, glaube ich. Das erste ist Show Me the Stars. Auch von Kira Mohn. Dann das zweite ist Save Me from the Night. Und das dritte ist Save Me from the Storm. Das finde ich auch richtig schön. Dieses Cover, das bin so ich, Stormy einfach. Auf jeden Fall sind die drauf meiner Wunschliste und die habe ich auch nicht bekommen. Die hatten sie auch nicht. Als nächstes Melt for Us. Ist auch ein Taschenbuch. Das ist wieder so eine Broschüre, Leute. Aber von der habe ich schon mal eins gelesen und die finde ich ganz gut. Die sind sehr spicy. Mag ich. Also muss mit. So, als nächstes haben wir, ich glaube, das ist die Reihe heißt Smoke-Reihe. Das ist Dark Romance. Und zwar, das erste Buch ist Smoke. Du bist sein Besitz von J.S. Wonder. Das zweite ist Blaze. Er ist dein Feuer. Und das dritte ist Cinder. Sie ist dein Tod. Ich finde die Cover so schön. Oh mein Gott. Ich muss es auch... Ich werde ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es auch gleich bestellen. Da steht nämlich bei dem einen nur noch eins auf Lager. Leute. Kurz Unterbrechung. Jetzt kaufen. Da ist nur noch eins da. Ich habe ein bisschen Durst. Könnte ich was zu trinken haben? Ich mache einen Eiskaffee. Ja, gut. Habe ich bestellt. Jetzt war nur noch eins da. Ich musste das jetzt kaufen, sonst wäre es weg gewesen, Leute. Das kann ich natürlich nicht. Das können wir nicht machen. Also wie gesagt, die Smoke Edition, diese Dreierbandmäßig Dark Romance. Habe ich richtig Bock drauf und habe ich richtig Lust drauf. Da kostet 1,17,90 Euro. Und dann gibt es noch Winter Special zur Smoke-Reihe. Das glaube ich ein bisschen dünner. Also das ist nicht nur ein dickes Buch. Genau, auf jeden Fall die noch. Die Cover sind wirklich so pretty. Was ich auch noch auf dem Sub haben will, hört sich so dumm an, ist Calendar Girl. Die Bücher sind auch schon ein bisschen was älter. Ich habe schon so oft von denen gehört und ich dachte immer, das wären so...
Young Adult Bücher irgendwie, aber scheinbar nicht. Scheinbar sind die auch so ein bisschen spicy. Also deswegen sind die auf jeden Fall auch auf meiner Liste. Ich muss aber jetzt mal auf die andere Wunschliste gehen, weil ich musste ja eine machen für meine Schwester für meinen Geburtstag. Mein Wunschzettel, weil die habe ich nicht auf meiner privaten, weil ich habe so viele Bücher auf der Wunschliste, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also. Und zwar Hidden Bodies ist da drauf, das Bild seht ihr hier. Ich werde dich finden, Band 2 zur Netflix-Serie. Das habe ich auf der Wunschliste. Jetzt machen die, jetzt verarschen die mich aber. Jetzt steht einfach bei den anderen auch nur noch 5 Auflage. Die setzen mich unter Druck. So Leute, es geht weiter. Kurze Unterbrechung. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich musste das eine Buch aus meinem Warenkorb wegmachen. Weil das auf meiner Wunschliste ist und ich möchte das ja nicht doppelt kaufen. So, genau, was noch auf meiner Wunschliste ist, ist Regenglanz. Das ist auch eine Trilogie. Und zwar Sturmtrilogie steht es da. Und Leute, den Buchschnitt haben wir ja schon bei Thalia gesehen vorhin. Finde ich einfach nur wunderschön. Wirklich beautiful. Und das eine ist nämlich Regenglanz, Nebelschimmer. Und das dritte sehe ich gerade gar nicht. Und das dritte ist Gewitterleuchten. Oh, die Cover auch wieder, ne? Pff, damit könnte ich echt meine Wände tapezieren. So. Dann habe ich noch Westwell drauf, Heavy and Light. 480 Seiten hat es. Das ist auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste, weil da geht es um New York. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber meine Schwester und ich, wir waren ja schon 2-mal in New York. Und ich liebe diese Stadt, wirklich. Und sobald ich darüber irgendwas lesen kann, bin ich komplett in diesem Vibe. Deswegen finde ich richtig cool. Und als ich gelesen habe, um was es geht, fand ich es mega interessant. Deswegen, durfte das auch mit auf die Wunschliste. Dann als nächstes habe ich Dark Knight Glow. Geheimer Liebesroman. I don't know. Ich weiß nicht, wie das da... Ich glaube, es hat auch mehrere Teile. Ich muss gerade mal gucken. Leute, ihr wisst, ich bin nicht so in dem Buchgame drin. Ne? Also ich bin da auch eine kleine Laie, aber man kann ja gegenseitig sich ein bisschen helfen, ne? Ne, hier steht auf jeden Fall, dass es auch eine Reihe ist. Ah, ja, hier steht's. Dark Knight Glow, Dark Moon Glow, Dark Thrill Glow. Also es sind anscheinend auf jeden Fall mehrere. Steht da irgendwie dabei, wie viele es davon gibt? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mega Buchschnitt, muss ich euch mal kurz zeigen. Seht ihr das? Wie schön. Liebs. Dann habe ich noch The Halloween Grindhouse Stories. Sah mega gut aus. Kann man mal machen. Dann Birthday Girl von Penelope Douglas. Mega, mega. Von der lese ich auch richtig gerne. Und Birthday Girl habe ich noch nicht gelesen. Spanish Love Deception. Manchmal führt die halbe Wahrheit zur ganz großen Liebe. Roman. Die TikTok-Sensation endlich auf Deutsch. Steht auch auf meiner Wunschliste. Dann Kiss the Sky. Ich glaube, das ist Englisch. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, das ist Englisch. Da bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Habe ich auch nur Gutes gehört. Hat aber auch in Amazon recht gute Bewertungen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Dann habe ich noch die Maple Creek-Reihe. Auch wunderschön. Wirklich wunderschön, die Bücher. Ich glaube sogar, die haben einen richtig schönen Buchschnitt. Das sind 2 Bände, oder? Also so wie es jetzt hier irgendwie beschrieben ist, sind es 2 Bände. Wenn ich mich irre, verbessert mich gerne. So, und ich glaube, müssen wir mal gucken, ich glaube, auf der Amazon-Wunschliste war es das erstmal. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, was für Screenshots ich mir noch gemacht habe. Weil immer, wenn ich in TikTok bin und kriege Sachen vorgeschlagen, dann mache ich mir meistens Screenshots. Dann habe ich doch noch ein paar. Und zwar von Katie Robert, Neon Gods. Ist auch Dark Romance, meine ich, vom Lux Verlag. Band 1. Scheint auch mehrere Bände zu geben. Leute, alle Bücher, die ich jetzt irgendwie so von der Wunschliste euch jetzt so erzählt habe, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr die gelesen habt und ob ihr die gut findet oder halt auch schlecht, kann ja sein. Könnt ihr mir mal so ein kleines Feedback geben. Können wir uns mal ein bisschen austauschen, dafür sind wir ja hier.
Dann habe ich noch von Nina Schilling Behind Me. Ist eine Sensation von Wattpad. Ich habe früher schon mit dem Kindle ein bisschen was auf Wattpad gelesen. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht. Einzige, was mich bei Wattpad aber manchmal ein bisschen triggert, ist die Rechtschreibung. Da muss ich manchmal los. So, dann von Fabienne Harion, The Shadow on Your Soul. Die besten deutschen Wattpad-Bücher. Roman, düstere Enemy to Lover Story. Bin ich auch mal richtig gespannt. Seht ihr ja jetzt auch hier, wie es aussieht. Ja, das Cover, ich glaube, wüsste ich jetzt nicht von TikTok, dass es ganz gut ist. Hätte ich es, glaube ich, auch nicht auf meine Wunschliste gepackt, weil das Cover finde ich jetzt nicht so krass schön. Dann habe ich noch eins, Fall of Legend. Auch eine Dark Romance, spicy Geschichte, so wie TikTok mir gesagt hat. Oder die Lady on TikTok. Und da bin ich mal echt gespannt. Dann die Reihen. Ich glaube, das ist eine ganze... Ich glaube, davon gibt es 6 Bücher mittlerweile. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Very Bad Kings. Blende ich euch auch hier mal ein. Thank you so much, girl. Oh my god. Cheers. Sieht man das? Oh, oh scheiße. Habe ich geschlabbert? Nee. Ich meine, ich wollte euch eigentlich meinen Kaffee zeigen. Ja, meine Schwester hat mir gerade ein, was ist das eigentlich, Cold Brew? It's an iced vanilla latte with cow milk. Ich wollte gerade sagen, du tust mir Hafermilch unterjubeln. Ich habe meinen Pulli eine Sekunde an und ich habe einen Fleck, dass es kalt wird. Oh, ja, schmeckt gut. Weißt du, was mir gerade auffällt, was sich richtig falsch anfühlt? Hm? Ich habe eine Tasse und da ist ein Eiswürfel drin. Ja. Das fühlt sich nicht richtig an. So, ich war immer noch dabei, meine Wunschliste zu erörtern. genau, wie gesagt, 6 Bücher gibt es da aktuell. Wie ich jetzt mitbekommen habe, auf TikTok gibt es davon 6 Bücher. Very Bad Kings ist eine Reihe und die soll auch ein bisschen spicy sein, also bin ich mal gespannt. Dann Fucking Wild Beasts, das sind 3 Bände und da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt, soll auch spicy sein. Haunting Adelaine. Finde ich ein richtig geiler Name. So, das letzte ist jetzt nur noch Sinful Queen und Sinful King von Meghan March. Das war's. So, ich konnte meine Schwester jetzt endlich mal überreden, ihre Einkäufe runterzutragen wieder. Deswegen hat sie die jetzt mal geholt. Und da machen wir jetzt mal ein Stormy Schwester Hauli von Thalia. Sind gar nicht viele, sind nur 4. Ich bin ganz vorsichtig. Ich habe mir extra die besten ausgesucht, ja. Girl, ich bin die Letzte, die da Knicke rein. Ich habe auch nicht so viel Money. 4 waren schon echt expensive mit der Buchlampe. So, mit was fangen wir an? Mit dem. Mhm. Als allererstes hat sie sich die Dunbridge Academy geholt. Ohne Buchschnitt. Finde ich richtig scheiße. Ohne Buchschnitt. Finde ich ganz dramatisch. Und wisst ihr, was auch nicht drin war? Der Lageplan. Den habe ich nämlich. Das ist ein Poster und ein Lageplan. Ich brauche aber kein Poster von denen. Das ist auf der einen Seite ein Poster und auf der anderen Seite ein Lageplan, wie im Disneyland. Damit du weißt... Wann, wie ich das Buch lese oder wie? Nein, ein Lageplan von diesem, wahrscheinlich von diesem College, von dieser Academy. Von dieser Academy. Ich habe keinen Lageplan von der Maxon Hall. Ja, das kannst du dir schön vorstellen, aber hier war ein Lageplan bei meiner Ausführung dabei und ich habe auch einen wunderschönen Buchschnitt. Vielleicht hattest du eine Sonderedition wegen dem Buchschnitt. Ich finde das richtig kacke. Das kostet doch genauso viel. Warum kriege ich denn keinen Buchschnitt? Die hatten das doch nicht mehr beim Thalia jetzt. Ja, aber warum? Oder? Warum? Weiß ich sind nicht. Sind das so Sondereditions, die man bestellen kann oder wie? Nein, die meins hatte ich auch vom Thalia. Ja, was ist denn da reingequetscht? Ich wollte gerade sagen. Oh. Naja, gut. Ja, total emotionsloses Buch. Ja. Es gibt mir keine Story ohne Buchschnitt. Ja. Aber ich bin gespannt. Aber wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich habe es auch noch nicht gelesen und das ist Band 1. Weißt du, wovor ich Angst habe? Dass das so ähnlich ist wie Save Me. Weil das sind beide so Academies und so die reiche Elite und ich will ja nicht zweimal so gefühlt selber. Das ist übrigens so eine Süße. Auf jeden Fall hat sie sich das einmal die Dunbridge Academy gekauft. Nummer 1. Dann haben wir Her Favorite. Da muss man auch mal ganz kurz zu sagen, eigentlich wollte ich mir das die ganze Zeit auf Amazon bestellen, aber da kostet es einfach 2 Euro mehr. Echt? Hashtag Geiz. Also, nee, ich musste da... Und das Cover ist amazing und alle haben gesagt, dass man das auf jeden Fall auf Englisch lesen muss. So, I need that.
Ich finde es so schön. Das Cover ist, ich habe das ja das auch. Das Cover ist auch so ein Spoiler. Also das Cover ist einfach der Cover. Ich finde, die Colleen Hoover hat generell was mit Wasser. Also die beschreibt auch alles. Stimmt, da haben wir ganz drüber geredet, ne? Ja, die beschreibt alles sehr mit Wasser bezogen. Also und in jedem Buch passiert irgendwas auf Wasserbasis. Basis, ja, richtig. Immer irgendwas mit Wasser. Ja, das stimmt. Deswegen, also einmal Ugly Love. Das ist, wie gesagt, das, was ich gerade auf Deutsch lese. Ich glaube, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich wirklich ein Lieblingsbuch habe, wo ich sage, ich würde das auch gerne nochmal lesen. Also ich habe ja momentan auch angefangen, es nochmal zu lesen. Aber das ist eins, wo ich wirklich sage, ey, das mache ich gern. Als nächstes finally das, was ich ihr empfohlen habe. Daraufhin, nachdem ich es gelesen habe. It Ends With Us. Ich muss aber sagen, ich finde, guck mal, dreh es mal zur Seite. Nein, andere Seite. Warum ist es so wellig? Das triggert mich schon wieder übelst. Ich finde das richtig kacke. Sieht man das? Ja, das sieht man. Ne? Das Ding ist auch bei den Büchern, also man sieht es ja hier, man sieht auf jeden Fall den Unterschied alleine schon am Papier, Leute. Das eine ist eher ein bisschen öko und das andere ist halt komplett weiß, ne? Deswegen... Ja, aber auf jeden Fall It Ends With Us hat sie sich geholt. Was du auch noch nicht gesagt hast, Summer of Hearts and Souls, habe ich auch gelesen. Ja, das hast du gelesen, das habe ich noch nicht gelesen. Genau, das kann ich auch sehr empfehlen. Aber ich weiß noch nicht mal, ob ich es unbedingt ein Urlaubsbuch finde. Ich finde, es ist kein Urlaubsbuch für einen Sommerurlaub, sondern für so einen Hollandurlaub. Ja. Da passt das richtig, weil ja, die sind auch in so einem Ferienhaus. Aber das Cover sieht nicht viel... anders sah aus als ich finde, das deutsche Cover hat sogar mehr Meaning. Ja, ich finde das deutsche auch schöner. Also da finde ich das deutsche Cover schöner und bei Ugly Love, Zurück ins Leben geliebt, finde ich das englische schöner auf jeden Fall. So, dann das letzte, da bin ich richtig proud of, dass sie sich das gekauft hat. Das ist auf einer Empfehlung basierend von mir, obviously. Layla. Was würdest du sagen? Würdest du sie Layla nennen oder Layla? Wahrscheinlich Layla, ne? Auf gar keinen Fall Layla. Echt nicht? Obwohl, warte mal ganz kurz. Layla. Layla wäre es ja mit E. Ja, ich würde sie schon Layla nennen, aber was mich halt ein bisschen abfuckt, ist, dass mich das schon wieder an diesen scheiß deutschen Song erinnert, ne? Überhaupt nicht, denke ich daran. Nee, weil die überhaupt Mama hat... nicht. Ich muss jetzt mal kurz die Kamera wechseln, weil meine Speicherkarte ist voll. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel erzählen. Auf jeden Fall Layla. Also wie gesagt, mich erinnert das überhaupt nicht an den Song. Überhaupt nicht. Hätte ich gar nicht dran. Also tue ich damit gar nicht assoziieren, weil das ist für mich was komplett anderes. Ich muss sagen, ich finde das Cover und von Verity das Cover finde ich Bombe. Also die sehen in Deutschland viel schöner aus. Finde ich auch. Aber die sind super schnell Leserinnen. Ich wollte es gerade eben sagen, du kannst noch nicht mal das Deckblatt hochmachen, da hast du schon das erste. Und das geht mir so auf den Sack, weil ich will es nicht in mein Bücherregal stellen mit einer Rille. Möchte ich nicht. Unsere gute Colleen. Also ich hätte ja nicht gedacht, dass ich so obsessed bin mit denen ihre Bücher. An ihrer Stelle, also an die hat ja eine Familie, steht ja immerhin drin mit einem Mann, ne? Ganz ehrlich, an der Stelle von dem Mann, das wäre mir so unangenehm, das zu lesen. Weil da denkst du doch automatisch, ja, will das meine Frau, ja? Weiß ich nicht. Hä? Ich glaube, die sind sehr proud of die. Ja, klar, aber stell dir mal vor, die Kinder lesen. Ja, die Kinder, also ich weiß nicht. Das ist unangenehm. Vielleicht sind die auch schon so alt, dass sie die echt schon lesen, aber das weiß ich nicht, ob ich das dann... Ich wüsste auch nicht, ob ich ein Buch von meiner Das ist auch würde. Genauso, wie wenn, wenn die Kinder von, hier, wie heißt er, Jamie Dornan, Fifty Shades of Grey gucken. Das wird auch unangenehm. Das ist mir ja sogar schon unangenehm, wenn eine ältere Person neben dran sitzt und der Film im Fernsehen läuft. So, das war auf jeden Fall das Letzte und damit auch fertig mit deinem Haul. Also leider, die ne? Voll wenig. Voll wenig. Ja. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Also ich finde es jetzt auch nicht so viel. Also ich gehe unter 6 Bücher nie aus dem Tal, ja. Ja, ich verdiene aber auch kein amazing money. I am a student. Keine Influencerin. Ich habe auch einen Job. Deswegen. Ich muss dir mal überlegen, ich gehe hart für diese Bücher arbeiten, ne? Ich auch, die machen mir auch Spaß. Die machen mich auch super. Wenn Leute sagen, money can't buy happiness. Doch, money can't buy books. You can buy books. And books make me happy. Yes. Ich will unbedingt noch von deinen Followern eine Buchempfehlung für den Herbst. Ich möchte nicht, also Twilight, klar, aber ich möchte sowas lesen, so...
wo ich mir denke, oh ja, ich kuschel mich jetzt ins Bettchen ein, mache eine Lichterkette an und lese das. Also Leute, ihr habt es gehört, hier immer ein Aufruf, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar brauchen wir Buchempfehlungen von euch oder eine Buchempfehlung jeweils für dich für den Herbst. Mhm. Kein Twilight, weil Twilight habe ich ja auch schon empfohlen, muss ich unbedingt lesen. Und bisschen ich cozy. Möchte wissen... Nee, was soll das so beinhalten? Weil vielleicht haben die meisten... Also natürlich eine Love Story. Ja, also Love ohne Story. Love Story geht ja natürlich gar nicht. Young besten, Adult oder New Adult? Am liebsten natürlich New Adult. Also ist ja ganz klar, für was ist man denn 20? und eigentlich, also eine Love Story, ein bisschen was anderes. Mal was anderes. Mal was anderes. Aber halt von Feinden zu Geliebten, von... Ja, okay, so aber auf schon auf Herbst getrimmt. Ja, auf Herbst. Ich möchte da wirklich den Herbst-Vibe, dass ich dann okay. So denke, ja, geil, hab ich Bock drauf. Also ihr habt eine Aufgabe bekommen auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Ich werde es mir dann vielleicht auch durchlesen oder vielleicht habe ich es auch schon, weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall, also muss für jemanden, der noch nicht Twilight gelesen hat, im Herbst, muss man eigentlich schon... einmal in seinem Leben wenigstens gelesen haben. Fände ich schon wichtig. Also, genau. So, ich höre jetzt mal auf. Wir sehen uns wieder bei mir zu Hause. Ich werde jetzt gleich nach Hause fahren und dann wartet da auf mich mein DM-Paket. Das packe ich natürlich auch noch aus, weil das muss ich auch verräumen alles noch. Deswegen machen wir das auch gleich noch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder.